Welcome back, ladies and gents. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video spreche ich über 5 Regionen, die wirklich jedermann und zwar immer rasiert haben sollte. Wir Männer müssen uns nicht immer komplett glatt rasieren. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber es gibt 5 Regionen, die wir Männer auf jeden Fall immer rasieren sollten bzw. runtertrimmen sollten, um einfach alles etwas ordentlicher zu halten und hygienischer zu halten. Außerdem sind das die 5 Regionen, wo Frauen bei uns Männern auf gar keinen Fall buschige Haare sehen wollen. Falls du da draußen gerade zum ersten Mal auf meinem YouTube-Channel bist und zum ersten Mal eingeschaltet hast, dann herzlich willkommen. Ich würde mich freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos und du würdest mir einen kleinen Gefallen tun. Und wenn du magst, kannst du mir natürlich auch sehr gerne auf Instagram folgen. Dort gibt es eher so private Einblicke von mir als auch einige Outfit-Posts. Kommen wir zur ersten Region, das ist der Hals. Viele Männer, die zum Beispiel 3-Tage-Bart tragen, wie ich jetzt zum Beispiel auch, ja, die vergessen einfach, ihren Hals zu rasieren. Und ich habe gar keine Ahnung, warum. Auch wenn du zum Beispiel 3-Tage-Bart hast oder auch ein Vollbart hast, ja, dann solltest du trotzdem deinen Hals schön runterrasieren und gepflegt halten. Erstens sieht das viel gepflegter aus und zweitens glaube ich nicht, dass deine Göttergattin da draußen Lust hat, an einem behaarten Hals rumzuknabbern. Und by the way, wenn du wissen willst, wie ich persönlich mir gerade aktuell meinen 3-Tage-Bart rasiere, dann check dieses Video hier oben gerne mal aus. Kommen wir zur nächsten Region, das ist der Nacken. Leute, Nacken rasieren ist einfach Pflicht. Gerade wenn du da draußen zum Beispiel eine Kurzhaarfrisur hast, ja, dann solltest du auf jeden Fall regelmäßig zum Friseur gehen und deinen Nacken ausrasieren lassen und am besten Fall dann auch gleichzeitig noch schön deine Konturen machen lassen. Wenn du das nämlich nicht machst, dann sieht das super ungepflegt aus und das möchte natürlich keiner von uns. Auch wenn du gerade zum Beispiel deine Haare lang wachsen lässt oder auch gerade lange Haare trägst, so wie ich zum Beispiel, dann gibt es keine Ausrede, seinen Nacken nicht auszurasieren. Hier mal ein Beispiel von mir. So sieht das Ganze nämlich aus, wenn ich meinen Nacken nicht ausrasiert habe. Und das ist echt eine sehr haarige Angelegenheit. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn ich meinen Nacken ausrasiert habe. Und das Ganze sieht dann auch gleich viel gepflegter, viel ansprechender und viel schöner aus. Und wie haltet ihr das Ganze schön sauber? Ich habe es eben schon gesagt, am besten geht ihr zum Friseur eures Vertrauens und das regelmäßig und lasst euren Nacken einfach ausrasieren. Wenn euch das Ganze zu teuer ist, also regelmäßig zum Friseur zu gehen und ihr euch vielleicht ein bisschen Geld sparen möchtet, ja, kann ich verstehen, will ja jeder von uns, dann kauft ihr einfach so einen Bart- und Haarschneider und fragt einen Freund und eine Freundin, ob die kurz den Nacken ausrasieren kann und fertig ist die Kirsche. Wandern wir vom Nacken direkt runter zum Rücken. Leute, ich weiß, es ist super schwierig, wenn du krasse Rückenbehaarung hast, deine Haare am Rücken zu rasieren. Aber come on, du willst ja nicht so aussehen oder so aussehen, oder? Und wir brauchen ja auch keine Ausreden oder so, sondern wir brauchen Lösungen. Und mittlerweile leben wir im 21. Jahrhundert und dort gibt es schon einige Lösungen, um seine Rückenhaare zu rasieren. Ihr könnt ja einfach mal bei Amazon schauen, da gibt es mittlerweile sogar Tools, die man alleine benutzen kann, ohne die Hilfe von einer zweiten Person, um seine Rückenhaare in den Griff zu bekommen. Ich verlinke euch auch mal ein paar Tools und Rasierer, die euch helfen können, um eure Haare in diesen Regionen halt ein bisschen runter zu trimmen bzw. runter zu rasieren. Kommen wir zum nächsten Bereich, der wirklich immer passend getrimmt bzw. gestutzt sein sollte und nicht nur dann, wenn Sexy Time ansteht, das ist der Genitalbereich. Es gibt einfach zu viele positive Argumente dafür, diesen Bereich immer schön zu stutzen bzw. zu rasieren. Und einer davon, ja, wahrscheinlich der wichtigste für uns Männer, ist der, dass der Johnny da unten einfach größer aussieht. Wenn da zum Beispiel so ein Urwald ist, ja, dann weiß der Johnny gar nicht, wo links und rechts ist, ja, und dann wird es halt ein bisschen schwierig. Und Leute, ich kann verstehen, wenn jetzt der eine oder andere sagt, ne, ich will mich da unten nicht komplett glatt rasieren. Ja, musste ja auch nicht, ja. Aber dann nimm doch wenigstens einen Trimmer und trimm deine Haare passend auf eine kurze Länge runter, damit dein Johnny vielleicht mal nach links und vielleicht auch mal nach rechts schauen kann. Mein kleiner Freund da unten ist übrigens super happy, dass er nicht in einem Urwald leben muss und ich bin mir sicher, dass deiner das auch ist. Kommen wir zur letzten Area und zwar zur A-Loch-Area. Ja Leute, ihr habt richtig gehört. Es ist tatsächlich viel hygienischer, auch dort seine Haare zu rasieren bzw. auf eine passende, ganz kurze Länge herunterzutrennen. Denn irgendwann im Laufe des Tages wirst du dich ja auf deine 4 Buchstaben setzen und dein Geschäft erledigen. Und dann möchtest du ja da unten genau an der Area keine Haare haben. Außerdem ist es viel, viel schwieriger, die Area sauber zu halten, wenn du dort mega behaart bist. Hast du schon mal was von Klabusterbeeren gehört? Nein? Dann google mal. Sowas möchtest du nämlich dort unten ganz bestimmt nicht haben. Und auch hier musst du ja nicht alles glatt haben wie ein Babypopo und alles nass rasieren, aber du solltest auf jeden Fall alles auf eine richtig kurze Länge runtertrimmen. Also, wenn du da draußen, genauso wie ich, so sexy und so hygienisch wie möglich sein möchtest, ja, dann hast du einen Job zu erledigen und das gehört definitiv dazu.
Kommen wir zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Fotis Hartl. Fotis, vielen Dank für deinen Support auf YouTube. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht mit deinem Vor- und Nachnamen auf mein Community-Phone und vielleicht bist du beim nächsten Mal dann schon am Start. Wenn du jemanden kennst, der so einen heftigen Pullover auf dem Rücken hat, ja, dann teile das Video gerne mit dem. Und wenn du zum Beispiel eine Frau bist und du möchtest, dass dein Mann unbedingt mal wieder eine dieser Regionen rasieren sollte, ja, dann schick ihm einfach das Video durch. Ich bin mir sicher, dann weiß dein Mann, was er zu tun hat. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und falls du noch nicht Teil meiner Community bist, dann klick gerne auf Abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Hau rein, mach's gut. Peace out.